Mal. Weiter Katzenkissen. Also wir haben jetzt das weiße Kissen gezeigt. Hier ist ein rosa Kissen, das hinten gemustert ist. Ich würde jetzt gerne sagen, für Frauen, die also meinetwegen gerne Masken, also Gesichtsmasken, beziehungsweise während sie eine Maske tragen, entspannt darlegen wollen, dafür ist eigentlich die gemusterte Seite gedacht, dass man, also wenn jetzt ein winziger Flecken draufkommt, das sieht man da nicht so sehr. Aber wir werden ja auch Hüllen anbieten. Das heißt, Sie können natürlich auch beliebig viele Hüllen. So. Ich finde auch, dass es wirklich sehr schmeichelhaft ist, diese Katze. Also, oh Gott, meine Haare fallen schon. Ich sage Ihnen, bei dieser Hitze, ich muss ja im Juli, bin ich bei einer Modenschau für Manu Lenz, die sehr, ich finde, sehr tragbare Kleidung macht. Also, die, ich habe von ihr eine Hose, ich habe noch nie eine Hose gehabt, die besser sitzt als die. So, jetzt kommt unsere blaue Katze noch. Und wie, ach, das ist eines meiner Lieblings. Ich will nichts kaputt machen. So öffnet Ihnen das. Also so kommt es zu Ihnen nach Hause. Das ist eine Plastikfolie, die ich übrigens meistens dann habe. Folie. Dann haben Sie hier nochmal eine, das ist die Hülle, diese sehr, sehr schöne, mysteriöse Hülle. Genau. Diese Hülle, da gibt es hier ein kleines Schleifchen. So. Dann haben wir einen sehr schönen Beipackzettel, der ist wirklich. Wunders hat die Grafikabteilung gemacht, finde ich sehr, sehr schön. Da sieht man eben ganz deutlich, hier ist eine Zeichnung von einer Frau, also wie der Nacken. Ich sage Ihnen eins, die Frauen, die geliftet sind, die dann hier so, wie das aussieht, wie die Ziehharmonika, es kommt vom Schlafen, also ich behaupte, es kommt vom Schlafen, weil tagsüber ist die Haltung eigentlich meistens so, aber nachts dann rutscht alles so zusammen. Und vor allem, wenn man auf der Seite schläft. Und bei mir ist es, ich bin eine ausgesprochene Seitenschläferin. Genau. Und da ist es so, ich brauche etwas, was mich auch oft in der Seitenlage stützt. Ich liebe das. Das ist wirklich der Orient. Die kleinen Kaschmir. Paisley heißen die. Das ist unsere Paisley-Katze. Die blaue heißt, glaube ich, Carlo. Und die rosa heißt Rosalie. Das haben unsere Mädchen bei Sander Strothmann. Ich finde es so süß, den Namen. Sie heißt Rosalie und er heißt Carlo. Oder? Carlo, ja. Wir haben dann, wie immer ist hier, wir haben verschiedene Muster gemacht, einfach weil das Auge soll ja nicht müde werden. Das heißt, wenn alles den gleichen Bezug hat, also es ist so, man freut sich immer wieder, wenn man etwas Neues entdeckt. Das sind alles, das ist altes Wissen, neu aufgelegt. Also wir haben eben auch dafür gesorgt, vorne rosa, da ist ein kräftigeres rosa, da ist das Muster. Also Sie kriegen diese Katzen, das ist übrigens auch für Kinder ein wunderbares Geschenk. Also ich finde immer die Katze besser als ein Blumenstrauß, weil das wirklich sehr, sehr lange, wirklich sehr, sehr lange hält. Also ich habe ja diese Katze ungefähr 5 Jahre lang ausprobiert. Das sollte ich Ihnen vielleicht sagen. Also ist nicht so eine, ich bin nämlich von der ersten Form, ich habe lauter Zeichnungen, wo ich unterwegs, also so Scribbles gemacht habe, und habe gesagt, also man müsste doch eigentlich, wenn es diese Rundung ist, die in dem anderen Kissen war, und diese Rundung praktisch so, ja, wenn man so schläft, dann müsste das doch den gleichen Effekt haben, wenn nicht sogar noch besser, und ich finde, es ist sogar besser. Jetzt für Leute, die es gerne etwas weniger prall gefüllt haben möchten. Es ist immer so, jeder Mensch hat seine eigene Fülldichte, jeder will eine andere Dichte. Und ich habe festgestellt, also wenn ich irgendetwas, dann mache ich ein ganz, dann öffne ich nur eine Naht hier und ziehe ein bisschen von dem Material raus. Aber an sich ist es, wir haben das also an Hunderten von Leuten getestet, ist das das Ideale, weil wenn die Katze nicht prall genug gefüllt ist, dann kann sie ihren Dienst nicht machen, und wenn sie zu prall gefüllt ist, dann ist es zu hart. Wir haben festgestellt, Männer mögen, natürlich,
Mögen es lieber etwas fester, Frauen etwas weicher. Aber es ist keine Füllung, die irgendwann in der Mitte nachgibt. Also das Material ist so, dass die Konsistenz bleibt. Sie können es allerdings auch selber waschen, aber wichtig ist natürlich, die Bezüge waschen und dass sie verschiedene Bezüge haben. Jetzt tue ich nochmal die weiße Katze holen. Also hier 1, 2 und 3. Ich bin übrigens, ich gebe die ja nicht her, also weil das erfüllt für mich auch so ein kindliches Bedürfnis nach einem Tier. Weil in meinem Leben kann ich, also bis jetzt noch nicht, noch kein Tier haben. Erst wenn ich ein Haus mit Garten habe. Und jetzt wohne ich noch in der Wohnung, wenn auch neben einem Park. Also ich achte jetzt darauf, dass mein Tier ist die Katze. Und es ist wirklich niedlich, nachts, wenn ich schlafe. Ich weiß, es klingt sehr, sehr infantil, aber es gibt mir so einen gewissen Komfort, dass die Öhrchen, dass man mit den Öhrchen spielen kann. Ja, das war es eigentlich zum Katzenthema. Also ich hoffe, ja, ich hoffe, dass Sie so zufrieden sind wie ich. Sie werden sehen, selbst wenn Sie schon einen faltigen Hals haben, weil die Haut erneuert sich ja immer, alle 28 Tage gibt es eine neue Haut. Und bei der neuen Haut ist es so, diese neue Haut, das sind praktisch die frischen Zellen. Und übrigens, was ich auch gerade mache, so eine reine Suppenkur, eine basische Suppenkur. Und dadurch, weil es so heiß ist, profitiere ich von dem heißen Wetter. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich esse erst abends so meine Suppenkur oder frisches Obst, das man angeblich abends nicht essen soll. Aber es hat für mich auf jeden Fall eine Reinigung, eine Entschlackung, eine Entsäuerung gemacht. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Hier also unsere blaue Katze, die rosa Katze, jeweils von hinten. Nochmal. Und die weiße Katze. Die übrigens ist sehr interessant, das ganze Material ist ein sehr, also dort, wo es produziert wird, auf jeden Fall, man achtet darauf, dass keine Restgift, ich weiß nicht, irgendwas drin ist, ein sehr sauberes, sehr schönes Material, das nicht stinkt. Das ist übrigens sehr wichtig, weil die ersten, die ich ausprobiert habe oder habe nähen lassen, vor 2 oder 3 Jahren schon, da war das von einer Frau, die ihre eigene Manufaktur in Indien hat, eine Deutsche. Und da hat es immer noch, der Stoff hat immer noch ein bisschen gerochen. Und für mich ist es eben sehr, sehr wichtig, es riecht nur sauber, auch die gemusterten. Ein ganz sauberer Geruch. Trotzdem wasche ich immer alle Bezüge vorher. Das ist genau wie die Kleider, die sollte man auch waschen. Also ich wasche sie mit einem biologischen Waschmittel. Manchmal benutze ich auch Haarshampoo. Also ich habe da sehr interessante Shampoos im Laufe der Zeit gekauft. Ich hoffe ja, dass wir bei Manu Lenz viele und schöne Kissen anbieten können. Ich würde mich sehr, sehr freuen, weil ich Manu Lenz sehr schätze. Und weil ich glaube, dass sie eine Frau ist, die so sinnliche Sachen sofort versteht. Und ich danke allen Frauen, die meine Katzen schon gekauft haben, das Kat-Zen-Kissen. Und hoffe, dass wir diesen entsetzlich heißen Sommer überleben. Aber es ist natürlich für die Natur, für Weizen, für die Früchte sehr, sehr gut. Jetzt scheint die Sonne und wir werden den Herbst, er kommt auf jeden Fall. Ich halte mich fit mit 70. Mit kalten Duschen, und zwar mache ich es wirklich pfarrerkneiphaft. Gleichzeitig mache ich eine Art Entschlackungskur, und so kann ich der Hitze ganz gut widerstehen. Alles Liebe, Christine Kaufmann, mit meinen Katzenkissen.